Münchhausen und die Frauen. Das ist ein Thema, das nicht auf der Hand liegt. Nimmt man die Erzählsituation, also die Situation, wie Münchhausen im Kreis seiner Freunde sitzt und Geschichten zum Besten gibt, so spielen Frauen da keine besondere Rolle. So wie hier in einer Darstellung des 19. Jahrhunderts. Schaut man sich den Text genau an, so ist die Anrede in den Münchhausen-Geschichten von Rudolf Erich Raspe und denen von Gottfried August Bürger: Meine Herren. Also Geschichten eines Mannes für Männer. Frauen kommen jedoch auch vor. So gibt es in Bürgers Geschichten die Mutter und eine Tante, die dem jungen Münchhausen versagen wollen, seiner Reiselust zu folgen. Sie können sich nicht durchsetzen. Dass Münchhausen in der Lage ist, Damen zu beeindrucken, ist schon bei Raspe vorgeprägt. Etwa bei der Geschichte des tanzenden Pferdes bei einer Teegesellschaft. Wie erfolgreich Münchhausen bei den Damen ist, zeigt noch eine andere Geschichte. Raspe und Bürger berichten, wie Münchhausen vom Sultan freundlich empfangen und ihm eine Vielzahl Frauen angeboten wird. Bürger ergänzt dann noch die suffisante Bemerkung: Mit meinen Liebesabenteuern pflege ich nie groß zu tun, meine Herren. Nicht nur mit Herrschern hat Münchhausen es zu tun, auch mit Herrscherinnen. Die Kaiserin von Russland etwa, so lässt schon Raspe seinen Münchhausen erzählen, lud Münchhausen ein, die Ehre ihrer Krone mit ihm zu teilen. Raspe und Bürger lassen ihren Münchhausen ein besonderes Abenteuer erleben. Er will den Vulkan Ätna untersuchen, springt hinein, verletzt sich, wird durch Vulkan, den Gott des Feuers und die Zyklopen gut versorgt und erfährt sodann eine besondere Heilung durch eine Begegnung mit Venus, der Göttin der Liebe. Da heißt es: Die Schönheit des Zimmers, die Wollust des Sofas, der göttliche Zauberreiz ihres ganzen Wesens, die Zärtlichkeit ihres weichen Herzens, alles das ist weit über allen Ausdruck der Sprache erhaben. Und schon der Gedanke daran macht mich schwindeln. Da wird er doch einmal schwach, unser Münchhausen. Nun, auch wenn die Geschichten an Männer adressiert sind, fanden sie nicht nur Leser, sondern auch Leserinnen. Und seit dem 19. Jahrhundert waren sie durch entsprechende Texteingriffe auch bei Kindern sehr beliebt. So selbstverliebt Münchhausen auch immer sein mag, als Jäger, Abenteurer und Liebesheld, zum Glück nimmt er sich selbst nicht immer ganz ernst. Und auch wir, die wir die Geschichten lesen, müssen immer wieder über ihn schmunzeln. So auch beim Thema Münchhausen und die Frauen.